Wozu braucht der Aufsichtsrat die Rechtsabteilung? Ist diese nicht ausschließlich für den Vorstand da? Der Aufsichtsrat hat naturgemäß nicht in erster Linie direkt Zugriff auf die Rechtsabteilung. Auf der anderen Seite ist es natürlich oftmals so, dass richtigerweise schon auch unter Berücksichtigung der Business Judgment Rule und der Verpflichtung und dem Interesse des Aufsichtsrats alle Informationen zu bekommen, die Leiter von Rechtsabteilungen oftmals zu Aufsichtsratssitzungen hinzugebeten werden, um zu gewissen Aspekten, die dem Aufsichtsrat wichtig sind, selber nochmal Stellung zu nehmen und der Aufsichtsrat auf die Art und Weise auch die Möglichkeit hat, Rückfragen zu stellen. Vor welchen Herausforderungen stehen heute Rechtsabteilungen generell? Ebenso wie die Arbeitswelt vernetzt und arbeitsteiliger wird, zeigt sich dies auch in Rechtsabteilungen. Aber dort ist das Denken in Prozessen noch nicht wirklich ausgeprägt. Die Aufteilung von Aufgaben in einzelne Schritte eher am Anfang. Das würde es aber erlauben, und da geht der Trend hin, die Juristen durch weniger qualifizierte Mitarbeiter von Routineaufgaben zu entlasten. Welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf die Rechtsabteilungen haben? Nicht nur die Rechtsabteilungen, ebenso auch Anwaltskanzleien und sonstige Dienstleister wenden in zunehmendem Maße auch technische Hilfsmittel an. Es gibt Software, die Verträge erstellt, es gibt Software, die Verträge auswerten, es gibt entsprechende Datenbanken. Sie können mit Vertragsdatenbanken sogar bis hin mit einer Schnittstelle in SAP den Cashflow aus den Verträgen im Unternehmen abbilden. Sie sehen, es gibt da wirklich in erheblichem Maße technische Möglichkeiten, die Rechtsabteilung zu entlasten, was oftmals auch darin mündet, dass die Qualität höher wird, weil auch die Standardisierung an der Stelle dann wirklich ein Mehr an Sicherheit und Qualität bietet. Die Kunst ist es dabei, mit nachvollziehbaren Kriterien die Arbeitsanforderungen zu bewerten. Soll die Rechtsabteilung auch zur Protokollführung bei Aufsichtsratssitzungen herangezogen werden? Nein, kann ich nicht wirklich empfehlen. Ich weiß, es gibt dieses Modell. Der Rechtsabteilungsleiter selber ist im Grunde für diese Protokollführung überqualifiziert und natürlich ist er auch nicht in der Lage, in Ruhe über die Dinge nachzudenken und dann Antwort zu geben, wenn er gleichzeitig das Protokoll führen soll. Dass ein Jurist anwesend ist, dagegen spricht natürlich nichts, aber zwingend würde ich nicht sagen, dass nur Juristen richtigerweise oder sinnvollerweise Protokolle in Aufsichtsratssitzungen oder in Vorstandssitzungen führen. Herr Schmidt-Lademann, wie intensiv soll sich der Aufsichtsrat mit der Rechtsabteilung beschäftigen? Schauen Sie, es gibt andere Einheiten, die für den Aufsichtsrat mindestens genauso interessant sind, Revision beispielsweise. Da wird sich der Aufsichtsrat auch dafür interessieren. Meine Empfehlung ist, auch seitens des Aufsichtsrats, sich dafür zu interessieren, ob die Rechtsabteilung ausreichend ausgestattet ist, ob die Rechtsabteilung gut organisiert ist. Der Aufsichtsrat, der nie den Unternehmensjuristen gesehen hat, tut sich natürlich im ersten Gang ein bisschen schwieriger, man fremdelt erstmal ein bisschen. Wenn das öfters vorkommt, ist das eine wesentlich entspanntere Zusammenarbeit. Als Chefsyndikus noch ein letzter Satz. Ich hätte es gerne gehabt, wenn ich noch frühzeitiger informiert worden wäre, in welche Richtung das Unternehmen sich entwickelt, welche neuen Dinge aufkommen, weil jede strategische Entscheidung hat auch rechtliche Auswirkungen. Und da ist man als Jurist viel besser in der Lage, die Leitungsorgane frühzeitig zu informieren, wenn man selber frühzeitig weiß, in welche Richtung das Unternehmen sich entwickelt.